eine Dozentin von mir hat mal gesagt, die, ich weiß gar nicht mehr, wie war es, die Analphabeten der Zukunft sind die Leute, die Fotos nicht verstehen. Und das ist, also ich glaube, das ist schon wirklich so. Es ist einfach so, dass es immer präsenter wird. Also mein Vater ist Hobbyfotograf und das heißt, ich habe schon sehr früh da so eine Prägung von seiner Seite bekommen. Also auch schon mit ziemlich viel Druck auch dahinter, so der Input, was jetzt irgendwie der goldene Schnitt ist und Vordergrund macht Bild gesund und so weiter, das war auf jeden Fall noch zu Grundschulzeiten. Und das habe ich aber immer gehasst. Erst so mit 16 oder 17 habe ich das dann wirklich selber für mich gemacht und da wirklich Gefallen daran gefunden. Und nach dem Abi habe ich dann irgendwann angefangen, bei einem Fotografen in Regensburg zu arbeiten. Und das war dann so der Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, okay, das ist es jetzt. Also, kommt ganz drauf an. Also es ist dann immer, wenn sich eine Geschichte ergibt irgendwie. Bei der Argentinien-Arbeit war es so, dass ich ja mit 16 da schon mal auf einem Schüleraustausch war. Und das heißt, ich kannte dieses Dorf und die Jugendlichen da vor Ort. Und hatte dann in meinen ersten Semesterferien gesagt, okay, ich möchte gerne eine Fotoarbeit machen. Ich habe jetzt einen Monat Zeit, danach geht es weiter mit Studium und was mache ich? Und dann hatte ich tatsächlich da akut überlegt, was könnte ich tun? Und dann war das eine ganz spontane Entscheidung, innerhalb von 2 Wochen dann eben zu sagen, okay, ich mache das jetzt, ich ziehe das jetzt durch. Und jetzt ist es ja so, dass sich das so ein bisschen irgendwie so fremd manifestiert hat, dass ich Jugendliche fotografiere. Und der Input jetzt zum Beispiel für meine aktuelle Arbeit, dass ich jetzt Jugendliche in Corona fotografiere, der kommt ja von der Zeit, das mache ich ja im Auftrag von denen und damit ist es dann wieder so, genau. da mag ich ganz gerne so dieses Spiel, wenn man nicht ganz weiß, ist es jetzt eben inszeniert oder ist es rein beobachtet. Und am liebsten sage ich bei keinem Bild, ob es jetzt inszeniert oder beobachtet ist, weil es beides gibt. Also es gibt Bilder, bei denen ich wirklich einfach draufdrücke und niemand hat es mitbekommen. Und es gibt Bilder, bei denen ich teilweise schon Wochen vorher skizziere, wie ich das Bild aussehen lassen möchte und den Bildaufbau schon im Kopf habe und die Leute schon im Kopf habe und optimalerweise sogar schon weiß, wie sie gucken sollen oder sowas. Am Ende ist es sowieso immer alles anders. Aber ich glaube, wenn ich jetzt sagen müsste, ob ich inszeniere oder beobachte, dann würde ich sagen, die Frage beantworte ich nicht, weil ich versuche, irgendwo dazwischen zu sein. Also ich habe immer eine Kamera dabei. Aber ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen an einem wirklichen Projekt arbeiten, irgendwie eine Geschichte im Kopf haben und akut aus einer Situation heraus entscheiden, okay, das ist ein Moment, den ich gerne festhalten möchte. Also wenn ich weiß, okay, ich muss Jugendliche in Corona fotografieren oder habe diese Geschichte im Kopf, dann ist es so, dass ich bewusst für mich selber überlege, okay, welche Motive fehlen mir noch? Dann ist es so, dass ich zum Beispiel, weiß ich nicht, Wochen vorher einen Termin ausmache in der Schule und dann eben weiß, okay, das ist der Tag, an dem ich in der Schule fotografiere. Und parallel dazu nehme ich aber dann eben auch immer spontan irgendwie eine Kamera mit, wenn ich irgendwie abends mit Freunden was trinken gehe oder sowas. Und dann kann es genauso sein, dass sich da spontan was ergibt. Was aber auch nicht heißt, dass ich nur Jugendliche fotografiere. Ich habe auch immer meine Kamera dabei und fotografiere dann auch irgendwie auf der Straße mal Szenen oder sowas. Das ist dann halt nicht Teil von einem großen Projekt. Aber der Drang zu fotografieren ist ja immer da. Also das ist ja unabhängig davon, ob es für eine Geschichte ist oder so. Also mit Sicherheit wird es wahrscheinlich immer relevanter. Also gerade wir als Generation sind ja total sozialisiert mit Fotografie. Also in dem Moment, in dem das soziale Medium, das wir am meisten nutzen, Instagram, allein über Bilder funktioniert und der Text muss man extra draufdrücken, damit der einem dann angezeigt wird, weiß man ja auch, wo wir unseren Fokus legen. Also es ist insofern schon so, dass Fotografie wahrscheinlich immer wichtiger wird. Eine Dozentin von mir hat mal gesagt, die Analphabeten der Zukunft sind die Leute, die Fotos nicht verstehen. Und das ist, also ich glaube, das ist schon wirklich so. Es ist einfach so, dass es immer präsenter wird. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es wahrscheinlich so, dass das einzelne Bild vielleicht immer irrelevanter wird, weil es viel weniger darum geht, wer das Bild gemacht hat und viel mehr darum, wie schnell ist es konsumierbar. Ist gerade für meinen Beruf zum Beispiel heutzutage ja einfach nicht mehr so, dass man als Fotojournalist irgendwie einen großen Stellenwert hat, als Erster irgendwie bei irgendeinem globalen Konflikt zu sein oder sowas. Weil optimalerweise sind bei diesem globalen Konflikt, sei es jetzt irgendwie an der Grenze zur Ukraine oder sowas, sowieso schon Hunderte und Tausende von Leuten, die jederzeit bereit sind, alles, was sie sehen, ins Internet zu stellen. Das heißt, ich glaube,
als Gesellschaft sind wir immer schneller dabei, Bilder zu konsumieren. Und als fotografierende Personen wird es immer schwerer, aus einer breiten Masse herauszustechen. Also ich glaube, das ganze Bild verschiebt sich schon gerade. Und es ist auf jeden Fall eine spannende Frage, wie das weitergeht mit der Fotografie. In dem Moment, in dem ich als, sagen wir mal, also als Mensch, der sich ganz viel mit Fotografie beschäftigt, dann Bilder mache von Jugendlichen, die auf ihr Handy gucken oder sowas, ist das ja so eine banale Szene, die sowieso überall sichtbar ist, dass man damit der Banalität noch mehr Wert verleiht. Genau. Und jetzt bei dem Corona-Projekt ist es insofern anders, dass ich ja viel mehr Zeit habe. Ich arbeite ja jetzt schon über ein Jahr dran und konnte deswegen dann auch immer wieder neue Ansätze finden, was mir jetzt noch fehlen könnte und wie ich jetzt noch herangehen möchte. Und das ist eine sehr viel entspanntere Arbeitsweise, von der ich auch das Gefühl habe, dass es mich produktiv in irgendeiner Weise weiterbringt, weil es auch mehr Spielraum für Entwicklung innerhalb der Geschichte lässt. Also man kann, man hat auch mehr Raum für Fehler und man kann mehr experimentieren und sich dann erst im Edit dafür entscheiden, was richtig ist und was falsch zum Beispiel. Ich glaube, gerade ist mein Projekt, Jugend zu fotografieren und unsere Generation, ich will das nicht ewig machen, auf keinen Fall. Also ich kenne Fotografen, die schon ihr Leben lang Jugend fotografieren und denen nehme ich es inzwischen nicht mehr ab. Und ich weiß nicht, also der Zeitraum von Jugendlichen, die ich fotografiere, ist 15 bis 25, das habe ich mir irgendwann so gesagt und das ist so, weiß ich auch nicht, warum das so ist, aber das ist in irgendeiner Weise irgendwie eine Möglichkeit für mich selber festzusetzen, was dieser Zeitraum ist. Und ich glaube, ich würde mich unwohl damit fühlen, weiterhin Jugendliche zu fotografieren, wenn ich älter bin als die. Dann bin ich nicht mehr Teil der Generation, dann ist es nicht mehr so dieser Blick von innen, sondern in irgendeiner Weise ein Blick von außen. Und sobald ich dabei ankomme, dass ich merke, okay, auf Jugendliche zu blicken, ist nicht mehr ein Blick von innen, sondern ein Blick von außen, dann muss ich aufhören. Ganz wichtig. Dann muss ich mir was anderes suchen. Und ich weiß aber noch nicht genau, was das ist.